Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute möchte ich einen kleinen Text vortragen von Paulo Coelho, den ich ja sehr mag, und der geht folgendermaßen: Ich danke allen, die meine Träume belächelt haben. Sie haben meine Fantasie beflügelt. Ich danke allen, die mich in ihr Schema pressen wollten. Sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt. Ich danke allen, die mich belogen haben. Sie haben mir die Kraft der Wahrheit gezeigt. Ich danke allen, die nicht an mich geglaubt haben. Sie haben mir zugemutet, Berge zu versetzen. Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben. Sie haben meinen Mut geweckt. Ich danke allen, die mich verlassen haben. Sie haben mir Raum gegeben für Neues. Ich danke allen, die mich verraten und missbraucht haben. Sie haben mich wachsam werden lassen. Ich danke allen, die mich verletzt haben. Sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen. Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben. Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten. Vor allem aber danke ich all jenen, die mich lieben, so wie ich bin. Sie geben mir die Kraft zum Leben. Und ja, den Text möchte ich nutzen, um auch allen Menschen in meinem Leben zu danken, die mich so nehmen, wie ich bin. Und ja, mögen wir alle Menschen haben, die uns so nehmen, wie wir sind, nicht nur mit unseren Schokoladenseiten, sondern auch mit den Verletzlichen, mit den dunklen Seiten, mit denen, die wir nicht so gerne nach außen zeigen. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und wenn du mehr hören möchtest, dann schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Bis bald im nächsten Video.